Gut, Leute, da sind wir auch schon wieder. Wir beenden jetzt hoffentlich Themis. Und ja, mal gucken, was passiert. Erledigt. Ja, deine Medaille kriegst du ein andermal. Verschwinde jetzt. Jetzt werden da voll viele Leute stehen wahrscheinlich. Um die Mission spannender zu machen. Oder auch nicht, weil wir sind schon draußen. Und könnte unterhaltsam sein. Ich habe eine Audioübertragung von Nigel Cass abgefangen. Nein, nein, genug entschuldigt. Das ist meine Stadt und Detzek wird nicht dazwischen funken. Themis sollte London und die Welt verändern. Und diese Gruppe von Terroristen wagt es einzugreifen? Und der verdammte Hamish Bolaji? Ich will sie alle. Sie ließen euch wie Narren aussehen. Spazierten einfach in den White Tower und niemand hielt sie auf. Trotz all unserer Sicherheitsmaßnahmen. Easy. Irgendjemand irgendwas zu sagen? Nichts. Gut, alle. Und ich meine, alle in dieser Organisation werden untersucht. Unverzüglich. Jemand hat geholfen, das ist sicher. Und wir werden ihn oder sie finden. Diesmal kriegen wir sie alle. Tja, das war's dann wohl. Das wird Cass eine Weile beschäftigen. Kein Livescore mehr, kein Themis mehr. Ihr habt's geschafft. Ohne deine Hilfe hätten wir es nicht geschafft, Hamish. Wenn Nigel Cass das nächste Mal Probleme macht, könnten wir uns wieder an dich wenden. Ich bin kein Teamplayer. Überleg nur mal, wie es bei Albion gelaufen ist. Aber ich behalte sie und Cass im Auge. Und liefere euch vielleicht Infos. Und dann ist da noch Zero Day. Erinnert ihr euch noch? Die haben DedSec 1.0 auf dem Gewissen. Cass hatte da auch seine Hände im Spiel, Bagley. Und bei den Bombenanschlägen. Wir nehmen also jede Hilfe, die wir kriegen können, Hamish. Danke. Gut. Mission abgeschlossen im Bauch der Bestie. Null Toleranz abgeschlossen. Im letzten Abenteuer von Detektiv Bagley und seinen zeitweise hilfreichen menschlichen Helfern entdeckten wir, dass eine milliardenschwere Technologie-Mogulin und ein Kriegsgewindler beide menschliches Leid ausnutzen und Tausende umbringen wollen. Eine schockierende Wende. Und wo wir schon bei Verdächtigen sind, Mary Kellys Sklavenhandel könnte jeden Tag stattfinden. Und wir haben ein Notsignal ausgerechnet aus einem Coffeeshop erhalten. Vielleicht ist das WLAN ausgefallen. Ist das irgendwie relevant, Bagley? Ja, natürlich steckt mehr dahinter. Aber ich musste einen Witz machen, damit du aufpasst. Ich habe beide Spuren auf deiner Optik markiert. Gut. Ich werde erstmal Cyberlob-Fan. Liebt Rollenspiele und mit Shopwaffen für extra Kick, okay. Was ist das? Rekrutiere Mary Cavanna. Hacker Plus, okay. Wir haben jetzt zwei Missionen. Einmal Whistleblowing und einmal Auktionscrasher. Wir werden aber jetzt erstmal eine Nebenmission machen. Und zwar komm, wir gehen die Nein, das machen wir irgendwann anders. Ich werde jetzt erstmal auf in Westminster die zwei roten Dinger machen, damit wir einen Spion kriegen in unser Team. Weil die Spione haben Autos, die feuern können und schallgedämpfte Pistolen. Das heißt, das Stealth-Gameplay wird dann viel besser sein. Also die sind schon ziemlich OP. Ups. Show me what you mean.
Sorry. Warte, ist das das Weiße Haus? Was muss ich hier machen? Propaganda zerstören? Ah, ich kenne die Mission. Ich kenne die Mission. Na gut, wir müssen hier irgendwie reinkommen. Ich guck mal, ob es einen Nebeneingang gibt. Weiße Haus habe ich eben gesagt, ne? Ich Vollidiot. Das ist nicht das Weiße Haus. Ich meinte Buckingham Palace natürlich. Die Frage ist, wie komme ich da rein? Verdammte Scheiße. Ah, guck mal. Hier kommen wir rein. Und warum kann ich hier nicht laufen? Ah, okay, als Albion again komme ich wahrscheinlich auch so rein. Jetzt ist nur noch die Frage, wie wir aufs Dach kommen. Widerstand ist zwecklos. Oh. Du widerst. Oh. 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 So, die Technikpunkte nehmen wir mit. Und hier ist sogar eine Maske, nice. Und hier können wir Frachtdrohne rufen. Na, wo bist du? Kapern. Steigen wir mal drauf. Und dann ab nach oben. Ich fände es voll schön, wenn man in Buckingham Palace rein könnte, aber geht nicht leider. Man kann nur aufs Dach. Aber das Innere kann man hier sehen, von oben. Das haben die auch schön gemacht. So. Ich weiß, was ich hier echt gut machen würde. Das gewinnt zwar keine Preise, aber es erfüllt seinen Zweck. Unglaublich, dass Albion es wagt, ihre Propaganda auf dem Buckingham Palace zu verbreiten. Wenn das alles mal vorbei ist, finde ich auch. Könnte ein Ritterschlag für mich drin sein. Sir Beckley, klingt doch gut, oder? So darfst du mich jederzeit ansprechen. Wir wurden noch nicht bekannt gemacht. Gib auf, solange du noch kannst. Ernsthaft? Kackratze. Deine Verstärkung ist da. Was war das? Vollpfosten. Ich werde die mal nicht töten. Weil ich eins von denen rekrutieren will. Und zwar den körperlich fitten. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Jetzt gib schon auf. Joho, der schießt mit der G36, Alter. Was ist los mit dir? Ah! Ah! Ah!
er. Wo ist mein... Mein Wagen ist nicht hier. Ich nehme einfach den. Und dann gucken wir mal. Im Team. Also wir haben einmal den, der ist körperlich fit. Und einmal den, Todgeweiht, spontaner Tod. Ich glaube, den werde ich nicht holen. Lieber den. Tiefen Profil. Hat einen klaren Kelly-Waffenhändler identifiziert. Hat illegale Waffenlieferungen beim Zoll entdeckt. Gut, machen wir das hier. Auf Karte. Yo, relax. Sichtkontakt zur Zielperson. Negativ, noch keine Spur der Zielperson. Das Schwein auftaucht, das mit den Waffen handelt. So, warten wir mal. Unser Kandidat versucht, ein Arschloch von Clan Kelly auszuschalten, das mit Waffen handelt. Du könntest die Optik hacken, um belastende Daten herunterzuladen. Blöde Pissbacke. Beweise für den illegalen Waffenhandel sind heruntergeladen. Ich schicke sie unserem Rekruten, dann kann er entscheiden, was er damit macht. Gut. Jetzt haben wir eine Mission. Die machen wir direkt. Wo ist das denn auf der Karte? Jetzt, wo du ihm geholfen hast, redet er vielleicht mit uns. Shit, mach doch die Augen auf. So. Gucken wir mal, ob er unserem Team beitreten will. Das wäre echt cool, so einen Soldaten vom Buckingham Palace zu haben. Ich mag den Wagen nicht. Der hat kein Handling. Es gibt manche Wagen, die sind echt cool. Und dann gibt es solche. Sorry, hier komm ich. So. Zeitung. Du siehst aus, als würdest du für London kämpfen wollen. Alter, Deadsec. Okay, vielleicht kannst du helfen. Ich stecke etwas in der Scheiße. Vielleicht. Worum geht's denn? Jemand, den ich kenne, wurde von Albion aufgegriffen. Ohne Papiere. Wird sicher bald abgeschoben. Rein zufällig haben wir viel Übung darin, Leute vor diesen Albion-Gangstern zu retten. Wir kümmern uns drum. So einfach ist es nicht. Was passiert, wenn er nächstes Mal von Albion gescannt wird? Wir brauchen einen gefälschten Pass. So einen mit biometrischen Daten, wie sie Clan Kelly verkauft. Okay, mal sehen, was wir tun können. Danke. Wenn du mir dabei hilfst, mache ich, was du willst. Ich zahle meine Schulden. Nice. Das machen wir. Hilf mir mal eben, Bagley.
Clan Kelly bringt die gefälschten Pässe immer wieder woanders unter. In einem ihrer Lieferautos sollten wir eine Ladung finden. Ich habe auch die Albion-Einrichtung lokalisiert, in der der Freund unseres Klienten festgehalten wird. Okay. Na dann, auf geht's. Retten wir seinen Freund und dann holen wir uns die Pässe. Aber ich werde ganz kurz den Wagen wechseln. Aua. Genau das meine ich, Alter. Wieso? Wieso? Wieso weichst du nicht nach links aus und gehst nach rechts? Der Wagen ist aber wesentlich angenehmer zum Fahren. Kurzer Stopp, einkaufen. So, schauen wir mal. Ja, ich glaube, so eine Lederjacke passt zu ihr. Das können wir holen. Dann T-Shirt. Gefällt mir nicht. Aber sie braucht ein T-Shirt. Oder so ein Hemd. Ja, das passt zur Hose. Und dann Schuhe. Sportschuhe wären cool. Da holen wir einfach die. Nee. Tasche. Nichts Cooles, okay. Nice. Jetzt sieht sie schon wesentlich besser aus. Wir mal kurz bei den Herren gucken. Die Jacke gefällt mir, die kaufe ich. Aber ich ziehe wieder ihre Jacke an. So. Alles klar.
Hier wird der papierlose Freund unseres Klienten gefangen gehalten. Okay. Wollt ihr ein bisschen Action, Leute? Ich habe auch Bock auf Action. Drohne, folge mir. Hört das hier? Wer nicht? Nein! Die Geisel ist hier. Hol den Mann raus. Ich komm dich hoch. Ich bin unter Beschuss. Schickt mir Verstärkung. Hilfe. Zeit, ihn rauszuholen. Gegnerspieler war halt stand da. Lol. Ist das Game schon online? Da stand Gegnerspieler. Muss ich später nochmal in der Aufnahme gucken. Oder irre ich mich gerade? Da stand Gegnerspieler, oder? So, 1200, nice. Holen wir uns noch kurz die Tech-Punkte, die müssten wir auch mal bald wieder ausgeben. Ist das da ganz oben, Alter? Really? Komm ich da dran? Komm ich da von hier oben? Nee, ich komm nicht dran. Schade. Obwohl, ich könnte hier dran. Let's go! Spidey! Verdammt! Zielperson ist entkommen! Ach, das war schon unten. Aber wo unten? Da drin oder was? Und wie komme ich da rein? Let's investigate. Also. Von hier ist kein Eingang. Müssen wir mal hier schauen. Irgendwo muss es einen Eingang geben. Um da reinzugehen. Der ist wahrscheinlich hier. Das heißt, ich muss hier hoch und dann das aufschießen. Sonst komme ich da nicht rein. Okay, I get it. Das machen wir auf jeden Fall später. Nicht jetzt. Außer ich komme da hoch. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich könnte, glaube ich, da hochkommen. Zu weit entfernt, du verlierst die Geisel. Nein, ich verliere sie nicht. Sie kommt mit. Keine Sorge. Sie kommt mit. So, Technikpunkte mitgenommen. Mal gucken, ob er aufspringt, wenn ich auf die Dings gehe. Komm mit.
Komm. Standard Quadrantensuche. Ich nehme den hier. Ich hoffe, er springt drauf. Komm, spring drauf, bitte. Hier drauf. Spring drauf. Jawohl, nein. Komm. Suche zu Ende. Zeitcode synchronisieren. Da dran, dahin. Komm schon. Du musst nur kurz drauf. Aber macht er nicht. Richtig miese. Warte, wenn ich den deaktiviere. Oder warte mal. Andere Idee. Ich habe eine andere Idee. Kapern. Da so drauf. Ne, wir müssen runter. Ich hab's versucht, Leute. Wir müssen normal runter. Ich hab's versucht, er will nicht. Das wäre voll mega, wenn er drauf springen würde. Der Mann, den du gerade gerettet hast, wird einen gefälschten Pass brauchen. Sonst buchtet Albion dich schneller ein als einen nackten Taschendieb. Ich schicke ihn an einen sicheren Ort, während du diese Papiere besorgst. Alles klar, Beckley. Besorgen wir noch die Papiere und dann war es das auch schon mit der Folge. Und in der nächsten Folge machen wir dann wieder eine Hauptmission. Eines Lieferautos auf dem Gelände ist eine Kiste mit gefälschten biometrischen Pässen. Achtung! Albion-Mitarbeiter haben vollständige Befugnis, ihre Waffen im Falle einer Bedrohung einzusetzen. Ich will das Ganze diesmal sneaky spielen.
Jetzt bist. Oder auch nicht. Vollpfosten. Ich blast dir die Birne weg. Nun ja. Ich wollte Sneaky spielen, aber. Wer ist das? Reparateur. Den müssen wir nicht töten. Ich check das mal. Ich nehme mir jetzt einfach den Wagen. Ich will den Captain nicht töten, weil ich den rekrutieren will. Fahrzeug, was jetzt? Ich scanne die Pässe im Kofferraum. Ah, einer weist eine Übereinstimmung von 96% mit dem Gesicht unserer Zielperson auf. Mein Augenäquivalent sieht zwar keine Ähnlichkeit, aber die meisten Menschen dürfte es täuschen. Ich bearbeite die Biometriedaten und du stellst das Fahrzeug ab. Gut gemacht, Schätzchen. Nice. Ja, jetzt haben wir auch einen Captain von Clan Kelly, den wir rekrutieren können, gespeichert. Somit haben wir einen Captain von Albion und einen Captain von Clan Kelly. Jetzt brauchen wir nur noch einen Spion und die anderen Charaktere. Kommt alles noch, Leute. Kommt alles noch. Geparkt haben wir auch. So. Hä, wie? Wir sind noch da. Achso, ich muss reinfahren. Sorry. Reizend. Was sind wir doch alle für Gutmenschen? Nicht so schnell. Clan Kelly ist dir auf der Spur. Und ihren Unterhaltungen nachzuurteilen, malen sie sich gerade aus, was sie dir alles antun werden, um sich für den Passdiebstahl zu bedanken. Verdammt! Gut gesagt. Das fasst die Situation viel besser zusammen. Oh. Sind Ihre Dokumente aktuell und vollständig? Ist Ihr Visum gültig? Bereit, Mann. Keine gültigen persönlichen Dokumente zu besitzen. Aber was? Den schnapp ich mir. Oh mein Gott. Was ist denn los mit denen? Ihr wolltet das so. Ihr wolltet das so. Alter, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ja, was mach ich jetzt? Entkomme dem kleinen Kelly-Angriff. Aber wahrscheinlich muss ich wegfahren oder so. Und da ist auch schon mein perfekter Wagen zum Entkommen. So, let's go. Dann entkommen wir mal der Verfolgung. Ich weiß auch schon wie. Obwohl, das war's, glaube ich schon. Oder auch nicht. Die folgen mir immer noch. Mein Freund hat mir gerade getextet.
Mit diesem Pass ist er vor Albion wahrscheinlich für immer sicher. Ups. Ich kann dir nicht genug danken. Du bist eine gute Seele. Die beste Möglichkeit, dich zu revanchieren, ist einzusteigen. Dedzer könnte dich gebrauchen. Echt jetzt? Fuck, ja. Nice. Jetzt haben wir einen Guard von Buckingham Palace im Team. Auch nicht schlecht. Der Zeck sieht in dir großes Potenzial. Ich glaube, du wirst uns nicht enttäuschen. Perfekt. Jetzt werden wir die Bastarde bloßstellen, ja? Ja. Ja. Isabel, Alter, Beste. So, und zwar, das ist nicht der einzige Charakter, der neu ist. Doch, ist er. Nevermind. Hier, den müssen wir jetzt als nächstes rekrutieren. Damit wir einen von Clan Kelly haben. Oder wir nehmen den. Den Beauftragten. Obwohl, nein, der ist von Albion. Paintball-Waffe, Magician. Naja, wechseln wir wieder zu unserem Attentäter. Roger Matsumoto. Und mit dem müssen wir auch mal die Kleidungen wechseln und dann beende ich die Folge hier. Ganz kurz mal gucken. Das ist Westminster, ne? Gut, wir fahren mal hier zu einem Kleidungsshop. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich hatte schon letztens erwähnt, dass wir keine Uhr mehr rekrutiert haben im Team. Das müssen wir auch noch machen. Das müssen wir auch noch machen, auf jeden Fall. Komm, ich werde jetzt ein bisschen langsamer gehen. Ich werde mal ein bisschen langsamer fahren und gucken, ob ich eine OP-Oma finde. Am besten so eine Spionin-Oma oder so. Das wäre mega. Was ist das? Anti-Jagd-Drohne. Ich würde gerne mal sehen, wie sich so ein Fluchtfahrer hinterm Steuer macht. Ich habe gehört, dass man mit einem coolen Auto so einiges kompensieren kann. Hier, ich brauche Hilfe! Im Moment sind alle Beamten beschäftigt. Wir werden so schnell wie möglich. Das ist ja ganz schön widerlich. Es ist absolut. In ihrer Nähe wurden eine oder mehrere Verdächtige gemeldet. Verstanden. Halten nach Feinden ein. Wenn ihr sowas seht, ne, auf der Straße, immer die Leute retten. Weil manchmal kommt es vor, dass es ein Freund von jemandem ist. Kann jemand die Zielperson sehen? Und ja, manchmal kommt es vor, dass es der Freund von jemandem ist und dann könnt ihr die Leute, die ihr gespeichert habt, automatisch rekrutieren. Weil ihr dem Freund geholfen habt. Zielperson ist ausgestiegen und flüchtet zu Fuß. Ende. Ich versteck mich mal ganz kurz. Weiter geht's. Hier ist niemand. Danke. Kehren zur Zentrale zurück. Suche abgebrochen. So. Ganz kurz. Wir schauen mal rein. In der Garderobe habe ich Nee, der ist besser.
Warte mal. Ja, den können wir an ausrüsten und eine neue Hose brauche ich. Auf jeden Fall. Kleidung. Warum gibt es hier keine dunkle Hose? Ich will eine dunkle schwarze Hose. Ja, die Schuhe können wir uns holen. Nee. Lieber Handschuhe. Nee, das mag ich auch nicht. Oberbekleidung. Mit T-Shirts können wir auch kurz reinschauen. Alles unnötig, okay. Okay, was ist mit dem? Ich schau mir auch mal kurz rein. Vielleicht dunkle Hosen hier. Dunkelgrün. Alter, was ist das für eine Hose? Ey, mein Gott. Nur Scheiße. Gut, Leute. Das war's erstmal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten. Haut rein.